haben Ihren Vortrag in München gehört und waren sehr beeindruckt und haben uns gedacht, diese Punkte möchten wir mit Ihnen nochmals durchsprechen. Vor allem das Ihr Hinweis auf die fehlende oder gesunkene Akzeptanz von Banken in der Gesellschaft. Das bringt mich auf die Frage, wie sehen Sie die Rolle von der GLS Bank in diesem Zusammenhang? Ja, die GLS Bank ist ja gegründet worden von Menschen, die gesagt haben, wir wollen wissen, was mit unserem Geld passiert. Also die soziale und ökologische Impulse hatten und sagen, das soll auch mit meinem Geld, wenn ich es bei der Bank anlege, soll auch die Bank damit soziale und ökologische Ziele verfolgen. Das ist jetzt viel über 40 Jahre her und hat sich weiterentwickelt, aber unsere Rolle war immer, dass wir gesagt haben, neben dem Zinssatz, der natürlich eine Rolle spielt und der Sicherheit, die wie bei allen anderen Banken auch bei uns hoch ist, und der Laufzeit soll die entscheidende Rolle die Verwendung der Gelder spielen. Insofern finanzieren wir ökologische Landwirtschaft, wir finanzieren Bildungseinrichtungen, freie Schulen, wir finanzieren Sozialeinrichtungen wie heilpädagogische Einrichtungen und sehr, sehr viel regenerative Energien. Also unser Geld oder das Geld unserer Kunden wird ausschließlich unter sozialen und ökologischen Kriterien angelegt. Sie haben im Vortrag auch gesagt, dass Banken in der Vergangenheit fast ganze Volkswirtschaften vernichtet haben. Wie begründen Sie diese Aussage? Naja, also sagen wir mal, in der Finanzmarktkrise war ja doch die Gefahr sehr groß, dass sagen wir, das gesamte Finanzsystem zusammenbricht. Und da wir mit Geld ja unsere Gesellschaft gestalten und wenn das, sagen wir mal, der Bank und der Finanzmarkt zusammenbricht, dann ist ja eine Volkswirtschaft zunächst mal gefährdet. Das war ja der Fall, den wir hatten. Nur kann man im Nachhinein die Frage haben, also hat sich da wirklich so viel dran geändert und sind wir heute so viel besser aufgestellt als vor der Krise? Da habe ich in der Zwischenzeit die ein oder andere Frage da dran. Aber wenn Großbanken nur Geld mit Geld spekulieren und sich immer mehr von der Realwirtschaft entfernen und damit aber gleichzeitig die Realwirtschaft gefährden, dann haben wir die Situation, dass ganze Volkswirtschaften ruiniert werden können dadurch. Dann würden Sie sagen, dass die Größe der Bank ein Risiko darstellt? Auch das sehe ich heute differenzierter. Ja, auf jeden Fall. Die Größe der Bank, also wenn eine Bank so groß ist, dass sie, wenn sie in Schwierigkeiten kommt, alle anderen Banken mitreißt, dann ist sie zu groß. Das ist die too big to fail Problematik, die wir haben. Und das haben wir zweifellos eine ganze Reihe von Banken, die so groß sind, dass sie gar nicht scheitern können. Und scheitern gehört zum Leben dazu. Jetzt wächst aber die GLS Bank im zweistelligen Bereich. Haben Sie keine Angst vor der Größe? Nein, also wir sind immer noch eine kleine Bank. Also wir sind zwar jetzt eine große Genossenschaftsbank mit knapp 4 Milliarden, aber wir sind natürlich weit entfernt von den Hunderten von Milliarden, wie die Großbanken sind. Also da ist noch zu einer großen Bank noch viel Spielraum. Da können wir noch lange zweistellig wachsen und sind immer noch nicht mal eine Bank im Sinne der Europäischen Zentralbank, die dort beauftragt werden muss. Also, dann wünschen wir Ihnen ein weiteres Wachstum. Ja, danke. Zu den neuen Geschäftsmodellen. Bezogen auf diese niedrigen Zinsen, da hatten Sie ja gesagt, es ist ein Umdenken notwendig. Das Problem, das wir sehen, ist, wie kommuniziert man diese Notwendigkeit, umzudenken, auch gegenüber den Kunden? Ja, das ist, also wir haben ja, die GLS Bank ist ja aufgebaut auf dem klassischen Bankmodell, Einlagen hereinnehmen, Kredite für soziale, ökologische Dinge herausgeben und wir leben von der Zinsmarge, also von der Differenz zwischen dem Kreditzins und dem Einlagenzins. Und jetzt geht der Zins immer weiter nach unten und damit auch die Zinsmarge weiter nach unten. Und das zwingt uns zum Umdenken, weil wenn das die Entwicklung so weitergeht, wird man von der Zinsmarge nicht mehr das Bankgeschäft finanzieren können. Und da kommt man zu ganz anderen Überlegungen, was ist wirklich, also für uns dann, was ist wirklich
das Kernangebot der GLS Bank für ihre Kunden. Und das ist mehr als Geld und Zinsen. Das ist eben das Verständnis für die Geschäftsmodelle für unsere Kunden. Das ist die Beratung, das ist das besondere Know-how, was wir haben. Das ist die Transparenz, die wir gegenüber unseren Kunden schaffen. Jeder Kredit wird veröffentlicht. Also die Kunden wissen genau, was wir mit den eingelegten Geldern machen. Und in unserer Satzung heißt es auch, wer Geld bei der GLS Bank einlegt, tut dies im Hinblick auf den Geldbedarf anderer Mitglieder. Also dieser Genossenschaftsgedanken, dieser Solidargedanke spielt da eine Rolle. Das ist eigentlich die Kernleistung der Bank. Und insofern müssen wir und auch die Kunden umdenken und sagen, muss man nicht diese Kernleistung vergüten, bezahlen und nicht mehr ausschließlich das über eine Volumensgröße der Kreditvergaben finanzieren. Das ist ein Umdenken und ansonsten ist sowieso in der ganzen Wirtschaft ein Umdenken. Bisher galt immer, Cash is King. Und heute ist Cash Loser. Also das ist schon, sagen wir, in der ganzen Beratung, auch bei den Kunden merkt man, man muss da völlig anders heute denken als in der Vergangenheit. Aber insofern ist das ein doppeltes Umdenken. Und die Kunden übernehmen diesen Gedanken? Ja, die Kunden noch nicht wirklich richtig. Also ich habe jetzt Anfang des Jahres, diese Veranstaltung haben Sie miterlebt, sagen wir, eine Reihe durch alle unsere Filialen gemacht, mit rund 1000 Mitgliedern, sogar etwas über 1000 Mitgliedern gesprochen und sagen wir, diese Fragen auch mal angerissen. Wir werden das aufgreifen in unserer Generalversammlung. Im Juni werden wir auch als Hauptthema diese Fragen haben, also Bank im Umbruch. Wie müssen wir das eigentlich neu denken? Und also das ist ein Prozess, der jetzt nicht, das sind ja Jahrzehnte gewohnte Verhaltensweisen, die stellt man nicht von heute auf morgen. Aber Sie sind zuversichtlich? Ich bin sehr zuversichtlich, weil uns das zu dem Kern unserer Geschäftspolitik eigentlich führt. Der nicht ist, sagen wir mal, nur am Volumen zu verdienen, sondern eine gute Beratung zu machen, dafür sorgen, dass Geld dorthin kommt, wo es gebraucht wird und diese Dienstleistung in der Genossenschaft, in der Solidargemeinschaft der Mitglieder zu erbringen, das ist eigentlich die Kernleistung und insofern bin ich da zuversichtlich. Ja. Über diese neue Tendenz der Überregulierung der Banktätigkeit haben Sie sich auch Gedanken gemacht. Trifft das auch die GLS Bank? Ja. Also das trifft die GLS Bank wie alle anderen Banken auch. Und also meine Beobachtung ist, wir haben ein System im Finanzmarkt, wo die Entscheidung immer danach geht, wo kriege ich den höchsten Zins? Bei gegebener Sicherheit und bei gegebener Laufzeit. Aber bei vergleichbarer Sicherheit und Laufzeit entscheidet immer die Höhe des Zinssatzes. Und in dieser Entscheidungsmatrix kommt die Verantwortung für soziale, ökologische, gesellschaftliche Kriterien gar nicht vor. Insofern nenne ich dieses System ist systemisch organisierte Verantwortungslosigkeit. Schöner Begriff. Und jetzt haben Banker, viele unserer Kollegen in den großen, manchmal auch in den kleineren Banken, das noch übertrieben und haben gesagt, bis jenseits der Grenze des Gesetzes, jenseits der Grenze der Legalität haben gehandelt und deswegen ist nochmal die Akzeptanz verloren gegangen für das Bankgeschäft. Und die Regulatorik ist die Reaktion darauf, die verständliche. Aber was man macht, ist, man sagt, also die Menschen in den Banken, die Banker, die haben riesen Fehler gemacht. Also etabliere ich jetzt Systeme, wo ich die Handlungsmöglichkeiten der Menschen immer weiter einschränke. Also ich schreibe eigentlich jeden Vorgang innerhalb einer Bank gesetzlich vor. Und das ist für mich, und das trifft natürlich die GLS Bank genauso. Also wir müssen halt bis zu den Gesprächen und der Dokumentation der Gespräche mit unseren Kunden sind die Dinge vorgeschrieben. Und das ist für mich den Teufel mit dem Belzebub austreiben. Also jetzt nimmt man den Menschen ganz raus und etabliert ein komplettes bürokratisches System. Und also wenn in diesem System ein Fehler ist, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch.
dann ist der Schaden nachher umso größer. Also insofern, uns trifft diese Totalregulierung der Banken in voller Breitseite. Und die Detailvorschriften sind dabei das Problem. Nicht höheres Eigenkapital, ist völlig in Ordnung. Nicht stärkere Liquiditätsvorschriften, völlig in Ordnung. Nicht die Frage, dass eine Bank nicht so groß sein darf, dass sie eine ganze Volkswirtschaft ruinieren kann. Das sind alles sinnvolle Regeln. Aber die ganzen Detailregelungen bis hin zur Beziehung zwischen Bank und Kunde, das ist der Teufel mit dem Belzebub. Dann möchte ich hoffen, dass die Einsicht sich durchsetzt und eine Gegenbewegung einsetzt. Ja, das, also nach meiner Erfahrung gibt es immer nur zwei Treiber von Veränderung. Das eine ist Einsicht und das andere ist Not. Und im Moment brauchen wir noch sehr viel Not, um der Einsicht zum Durchbruch zu verhelfen. Und ich fürchte, das wird auch hier so sein. Ja, dann hoffen wir, dass wir vielleicht... ich hoffe nicht auf Not, sondern ich setze auf Einsicht. Die Not kommt ohne, leider von selber. Sie hatten dann auch noch diese Digitalisierung des Bankgeschäftes erwähnt, was ja sehr interessant ist, nachdem die GLS Bank im Prinzip ja viele dieser praktischen Bankdienstleistungen bereits ausgegliedert hat. Aber sehen Sie eine Zukunft in dieser digitalen Bankwelt und wer wird dabei gewinnen? Also das ist für mich gar keine Frage, wo ich mich entscheiden kann, sondern die Digitalisierung des Finanzmarktes ist im Kommen, ist schon teilweise da und wird sich in dynamisierender Geschwindigkeit fortentwickeln. Warum? Weil wir im Bankbereich und im Geldbereich im Prinzip alles komplett digitalisieren können. Also Geld ist nicht materiell. Also insofern ist im Grunde genommen der gesamte Finanzmarkt komplett digitalisierbar. Und das wird kommen. Und insofern ist für uns die Frage, wie können wir aus unserem Geschäftsmodell, also sinnstiftend Geld unserer Kunden in Kredite und Projekte zu investieren, mittels der digitalisierten Systeme machen. Das ist die Frage, die wir uns stellen. Und auch da gibt es eine ganze Reihe von Entwicklungen, die da sehr positiv sind. Sowohl innerhalb der Bank, es wird vieles ja einfacher, wenn man es denn tatsächlich umsetzen kann, aber auch Dinge wie Crowdfinancing, wie Plattformen, die man bilden kann, wie auch, was wir schon stark machen. Also wir sind viel, viel stärker in sozialen Medien vertreten, als das andere Banken sind. Also dass Kunden sich gegenseitig austauschen über ihre Erfahrungen mit der Bank und das dann uns widerspiegeln. Also das sind Entwicklungen, die bei uns schon stattfinden. Die nachhaltige Entwicklung, die Sie befeuern möchten als GLS oder befeuern, das ist ja schon eine Realität, beflügelt Sie die Aussage, dass Sie dann auch diese Entwicklung der Gesellschaft in eine bessere Zukunft beeinflussen können? Na, ich meine, das ist ja seit 40 Jahren das Geschäftsmodell der GLS Bank und durch all diese Entwicklungen merken wir, dass immer noch sehr, sehr viele Kunden neu zu uns kommen. Also 2000 neue Kunden pro Monat haben wir und das ist im Grunde genommen eine Anerkennung unserer Arbeit. Also der Kundenzustrom ist ja nichts anderes als, sagen wir mal, die Anerkennung einer sozial-ökologischen, nachhaltigen Bankarbeit. Und insofern nehme ich wahr, dass da ein großes Bedürfnis danach ist, ein zunehmendes Bedürfnis danach ist. Und daraus schöpfe ich, sagen wir mal, die Zuversicht und den Optimismus, dass Veränderungen zwar langsam, aber möglich sind. Dann nehmen wir diesen Optimismus mit nach Polen und bedanken uns für das Gespräch. Gerne. Danke vielmals.